Kollegin jetzt für die Fraktion Die Linke, unser Kollege Jens Petermann. Bitte schön, Kollege Jens Petermann. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Ministerin Leutheusser-Schnarrenberger, ich finde es bemerkenswert, dass Sie so lange und unermüdlich den konservativen Kräften der Regierungskoalition doch hier und da noch die Stirn geboten haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch in Zukunft können, Ihre liberalen Positionen zu verteidigen und dem innerparteilichen, aber auch dem Druck in der Koalition standhalten können. Ob Sie dazu die Kraft haben, das wird sich schon zeigen bei den nächsten Themen. Es ist schon genannt worden, beispielsweise beim Thema der Vorratsdatenspeicherung. Für die unmittelbare Arbeit Ihres Ministeriums steht Ihnen ein Budget von ca. 67 Millionen Euro zur Verfügung. Ihre 569 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wichtige Aufgaben bei der Vorbereitung, bei der Veränderung und Aufhebung von Gesetzen und Verordnungen zu erfüllen. Man könnte Ihr Ministerium mit der doch recht großen Anzahl an hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einem doch gut ausgestatteten Mittelklassewagen vergleichen, dessen Fahrerin allerdings aufgrund falscher politischer Koordinaten Probleme mit der Navigation hat. Dementsprechend wissen Sie gelegentlich nicht, wo es lang geht und wo Sie wirklich hinwollen. Zuweilen entsteht sogar der Eindruck, dass Sie da mal Schlangenlinien fahren und auch mal die eine oder andere rote Ampel übersehen. Ich will Ihnen das an einigen Beispielen erläutern. Nehmen wir den Gesetzentwurf zur Änderung des Paragraphen 522 Zivilprozessordnung. Die Möglichkeit zur Berufungszurückweisung durch einen unanfechtbaren Beschluss des Gerichts gehört meines Erachtens gänzlich gestrichen. Es hätte Sinn gemacht, die Forderungen der Fachleute, aber auch die Forderungen der Opposition ernst zu nehmen. So hat sich aber die Handschrift der Union mit dem Aspekt der Justizkosteneinsparung und Verfahrensbeschleunigung gegen den von der FDP hochgehaltenen Rechtsstaat durchgesetzt. Sie haben sich bei diesem Thema offensichtlich ins Lenkrad greifen lassen und sind dadurch ein wenig von der Straße abgekommen. Denn die Kompromisslösung, die Sie gefunden haben, lässt auch weiterhin einen Spielraum für schnelle abweisende Beschlüsse zu. Die Zulässigkeit der Revision zum Bundesgerichtshof ist auch zukünftig abhängig davon, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger um mehr als 20.000 Euro streiten. Leidtragende sind noch immer vor allem die Betroffenen, die Ansprüche wegen Gesundheitsschädigung geltend machen. Die Fälle sind Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir regelmäßig im Rechtsausschuss zusammensitzen, hinlänglich bekannt. Die kommen also bei dieser Regelung, wie sie jetzt getroffen ist, leider wieder unter die Räder. Hier hat das Gesetz also auch wirklich nichts verändert. Zweites Beispiel. Große Probleme bereits beim Ausparken haben Sie mit dem Gesetzentwurf zur Förderung der Mediation. Europäisches Parlament und Europäischer Rat verpflichteten den deutschen Gesetzgeber für grenzüberschreitende Streitigkeiten in Zivil- und Handelssachen den Zugang zur Mediation zu fördern. Die Frist zur Umsetzung endete bereits am 20. Mai diesen Jahres. Die von der Koalition eingebrachte Drucksache ist indes aber so schlecht, dass Ihnen selbst die eigenen Fachleute in den Regierungsfraktionen die Gefolgschaft verweigerten und auf die Bremse getreten sind. Ich finde, völlig zu Recht. Die vorgelegte Drucksache will nämlich Richtlinienvorgaben umsetzen, die es interessanterweise gar nicht gibt. Im Ergebnis setzt der Entwurf nichts wirklich um, sondern schreibt bestenfalls die bestehende unübersichtliche Praxis fest. Auch hier zeigt sich übrigens wieder die Koalition von ihrer sozialen Seite, denn so unwichtige Sachen wie Mediationskostenhilfe oder Chancengleichheit haben Sie überhaupt nicht berücksichtigt. Genauso wenig haben Sie gedacht an die Qualifikation der Mediatoren. Offenbar geht es hier der Union nur darum, das übliche zugängliche Gerichtsverfahren zugunsten einer vermeintlich kostengünstigeren Alternative zu beschneiden. Falls Sie, Frau Ministerin, die Parklücke wieder erwarten, mit einigen Beulen vielleicht doch noch verlassen können, passen Sie auf, dass die Fahrt nicht in der nächsten Sackgasse endet. Drittes Beispiel. Startschwierigkeiten und Probleme, den Zündschlüssel zu finden, bestehen offensichtlich auch bei der Streichung des Paragraphen 80 Absatz 2 Wehrdisziplinarordnung. Sie erlauben es damit, dem Verteidigungsminister
sich in die Besetzung des Wehrdisziplinarsenates beim Bundesverwaltungsgericht einzumischen. Wenn die Bundesregierung auf die Geschäftsverteilung eines oberen Bundesgerichtes Einfluss nimmt, so ist dies nicht nur in meinen Augen ein klarer Verstoß gegen das Gebot der Gewaltenteilung. Als Sie, Frau Ministerin, noch einfache Abgeordnete waren, haben Sie diese Praxis völlig zu Recht auch kritisiert. Meine Fraktion übrigens hat das Thema aufgegriffen, dankenswerterweise, und einen Gesetzentwurf zur Änderung dieser Praxis vorgelegt. Anstatt diese Initiative aber aufzunehmen, haben Sie sich leider fahruntauglich gezeigt und die weiße Flagge gehisst. Sie haben ein ureigenes Justizthema an den Verteidigungsausschuss abgeschoben. Das finde ich sehr traurig. Es ist unseres Erachtens dringend geboten, dass Sie hier endlich unserer Initiative beitreten und dafür sorgen, dass der auch von Ihnen zu Recht beklagte verfassungswidrige Zustand beendet wird. Bringen Sie also hier den Motor zum Laufen, und wenn Sie dann noch in die richtige Richtung fahren, können wir auch einem von Ihnen vorgelegten Gesetzentwurf zustimmen. Ich habe noch ein weiteres Beispiel für Sie. Dass die Fahrt nicht immer in die richtige Richtung geht, zeigt sich mit dem Gesetz zur Neuordnung der Sicherungsverwahrung. Es ist hier schon angesprochen worden. Hier haben Sie gleich mehrere rote Ampeln übersehen und sind direkt wieder in den Leitplanken des Bundesverfassungsgerichtes gelandet. Das ist bedauerlich, aber das muss man hier leider feststellen. Erst muss Ihnen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagen, dass die deutschen Regelungen zur Sicherungsverwahrung gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Dann haben Sie da ein bisschen rumgeflickschustert und nicht mal ein halbes Jahr später bescheinigt Ihnen das Bundesverfassungsgericht wiederum die Unvereinbarkeit Ihres Systems mit dem Grundgesetz. Die dringend notwendige Expertenkommission aus Kriminologen, Psychiatern, Vollzugspraktikern, Staatsanwälten und Richtern haben Sie immer noch nicht eingesetzt. Bei der gesetzten Übergangsfrist, die am 31. Dezember diesen Jahres endet, ist zu befürchten, dass Sie wieder einmal verspätet ankommen. Erhöhen Sie also das Tempo und passen Sie auf, dass dieser Gesetzentwurf nicht wieder zu einer Geisterfahrt wird. Aus Ihrem Haus kommt auch der Entwurf zur Stärkung der Pressefreiheit im Straf- und Strafprozessrecht. Mit diesem Entwurf fahren Sie, wenn man so will, seit geraumer Zeit im Kreis. Die vorgeschlagene Regelung ist nicht nur halbherzig, nebenbei ist sie auch noch Ausdruck eines faulen Kompromisses zwischen der vermeintlichen Bürgerrechtspartei FDP und der Law-and-Order-Partei, den Unionsparteien. Abgesehen davon, dass dieser eigentlich in die richtige Richtung gehende Gesetzentwurf einen Schutz der Presse nur begrenzt gewährleistet, scheint es so, als wird das Vorhaben nun nicht weiter verfolgt. Hier sitzt offensichtlich wieder die Union am längeren Hebel. Seit der Einbringung, das erfolgte im Dezember 2010, und der öffentlichen Anhörung im Januar 2011 ist nämlich nichts geschehen. Vermutlich deshalb, weil sich die von der Koalition benannten Sachverständigen gegen ihren Entwurf ausgesprochen haben und auf entsprechende Strafbarkeitslücken hingewiesen hatten. Frau Ministerin, nehmen Sie hier das Steuer wieder selbst in die Hand und lassen Sie sich nicht vom Koalitionspartner ausbremsen. Regierungshandeln im Allgemeinen, aber auch die Gesetzesvorlagen müssen stets den Verfassungsgrundsätzen genügen. Das ist Ihnen in der Vergangenheit leider nicht durchgängig gelungen. Die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler erwarten völlig zu Recht ein verfassungskonformes Verhandeln. Praktisch sind jedoch zu viele Korrekturen durch das Bundesverfassungsgericht erforderlich gewesen. Aufgrund dieser Arbeitsweise, geprägt durch eine Reihe von verfassungsrechtlich bedenklichen Gesetzentwürfen, machen Sie es dem Bundesverfassungsgericht zusätzlich schwer und machen ihm natürlich zusätzlich unnötige Arbeit. Das führt im Übrigen auch zu längeren Verfahrenslaufzeiten. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch solch abstruse Forderungen zur Folge wie die jüngst geäußerte vom Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Er forderte nämlich eine Querulantengebühr bis zu 5.000 Euro, wenn das Gericht missbräuchlich von den Bürgerinnen und Bürgern angerufen wird. Ich frage Sie aber, was bleibt denn den Bürgerinnen und Bürgern sonst übrig? Sie nehmen doch letztlich nur ein elementares Bürgerrecht wahr, nämlich Grundrechtsverletzungen zu rügen.
Die vielen verabschiedeten verfassungswidrigen Gesetze sind unter anderem auch eine Ursache dafür, dass das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in die Politik rapide sinkt. Das haben wir leider erst letztes Wochenende feststellen müssen. Wir haben aber dafür Lösungsansätze. Hören Sie ausnahmsweise mal auf die Vorschläge der Opposition, wie zum Beispiel beim Gesetzentwurf zu § 522 Zivilprozessordnung. Da hat Rot-Grün einen damals begangenen Fehler eingestanden. Doch Ihnen fehlt leider die Größe, das aufzugreifen und die von vielen Fachleuten angezweifelte Reform zu revidieren. Geben Sie endlich die richtigen Koordinaten ein, Frau Ministerin, dann wird auch Ihr gut ausgestatteter Mittelklassewagen, um mal bei diesem Gleichnis zu bleiben, vielleicht sein Ziel erreichen und noch viele Kilometer laufen. Wenn Sie diese Wende verpassen, von der hier auch schon die Rede war, werden Ihnen die Wählerinnen und Wähler ganz bestimmt bei den nächsten Wahlen in 2 Jahren, falls Sie es überhaupt schaffen, bis dahin über die Runden zu kommen, das Steuer entziehen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr